Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ja, wir sind endlich da. Konamis Golf. Konami auf dem MSX, genau. Modul 723. Und das ist Golf. Und ich glaube, ich weiß nicht, gefühlt 35 Jahre habt ihr darauf gewartet, dass wir es jetzt komplett durchspielen. Und mal gucken, vielleicht mache ich das auch. Ich weiß es gar nicht mehr, ob es ein 9er Loch war oder ein 18er. Wir werden jetzt mal einfach gucken. So, jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, wie kann ich da, achso, da kann ich, so kann ich das auswählen. Achso, da kann ich auswählen, welcher Schlag. Natürlich nehmen wir einen Straight. Und einer Holz ist genau richtig. So, das war nicht so toll. Ist aber noch nicht im Rough, ne? Doch, ist im Rough. Aber man kann das so machen, wie er will. Das ist ja ganz nett. Können wir schon putten. So, okay, es geht so. Ja, ist ein richtig nettes Golfspiel. Das kann man eigentlich nur empfehlen. Das macht eigentlich wirklich seine Sache recht gut. Paar? Gut, wunderbar. Also für die Leute, die keine Ahnung haben von Golfregeln, wobei ihr ja alles geldgeile und reiche YouTuber seid und ja, eigentlich nichts anderes tut als Golf spielen. Ich hoffe, ihr merkt den kleinen Unterton. Es wird leider nicht angezeigt, wie weit man damit kommt. Ne? Das ist natürlich wieder super. Ja, jedes Loch hat eine gewisse Vorgabe. Das ist halt Par. Das heißt, man sagt dann halt, in 4 Schlägen kommt man da bis zum Ziel. Und dann ist das genau Pari, also ne, gleich. Und ist man besser, gibt es dann dementsprechend einen Birdie bzw. einen Eagle. Hole-in-One ist logischerweise mit einem Schlag drin. Es gibt also auch ein Golfspiel von Sony auf dem MSX, da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Und sonst, glaube ich, dann kommt Bogey, Double Bogey und irgendwann darfst du dann, glaube ich, den Platz sozusagen finanzieren. Mal gucken mal, wie weit das geht. Das ist bestimmt out of bounds. Ne? OB ist nicht irgendwie eine Marke für irgendwas anderes, sondern das ist dann out of bounds und es gibt im Allgemeinen auch noch einen Strafschlag, wenn wir Pech haben. Das war es jetzt hier nicht. Alter, wie willst du das denn schaffen? Was ist das denn für ein Scherz? Ja. Volle Lotte, ja. Okay. Da ist schon mal drauf. So. Ja, wir kriegen es nicht angezeigt, wie weit das ist. Das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Nehmen wir jetzt nochmal ein einer Holz. Das war definitiv zu weit. Also damit kann man locker 150 bis was weiß ich wie viel Meter machen. Dann würde ich sagen, dann können wir auch mal ein einer Eisen ausprobieren. Also ich habe so das Gefühl, das ist nicht unbedingt die beste Performance, die ich jemals in einem Golfspiel hatte. So, wenn wir mal beim einen reisen. Naja, toll, auch viel zu weit. Ja, das ist das Schöne, dass man nicht weiß, wie weit man mit den Sachen schlagen kann. Es gibt Spiele, die zeigen, oder die zeigen das an. Wir haben mal 5er Eisen. Hier ist ein bisschen Learning by Doing. Der 11. Schlag, ja, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Und der war auch katastrophal. Der fällt sogar noch runter, ey. Boah, wie schlecht. Ja, gut. Da machen wir 9er Eisen. Toll. 14 Schläge, ja, ich glaube, da werde ich, glaube ich, nicht mehr ernst genommen. Plus 10, ja, das kannst du vergessen. So, das klappt nicht, wie wir gelernt haben. Gehen wir mal einmal zurück. Trotzdem einer Holz, also W steht für Wood. Holz ist besser als I für Iron, also Eisen. Und gut, das haben wir jetzt gelernt. Dann ist das höchstwahrscheinlich
Der Fünfer-Eisen Vollgas. Boah, ich lerne. Ich lerne. So, jetzt habe ich die Chance, mal ein unter Paar zu sein. Was ich wahrscheinlich jetzt eh nicht hinkriege. Und? Wie knapp. Aber ist wirklich, ich kann euch das echt nur sagen, das ist wirklich ein richtig gutes Golfspiel. Und das einzige Manko ist eben, ja, es wird nicht angezeigt, wie weit man mit einem Schlag kommt. Das ist ein ganz doofer Platz. So. Nee, sicherlich nicht. Auch mal Dreier Eisen und gucken mal, wie lang, wie weit das geht. Okay, hab ich noch Dusel, ne? Ja, da hatte ich echt noch Dusel. Das geht bestimmt nicht. Aber guck mal, jetzt sind wir eh so schlecht. Mal sowas ausprobieren. Ja, gut, das war gar nichts. Das ist doof. Das ist doof. Also muss ich hier. Scheiße. Nee. Ach, das ist doch Kacke. Soll das denn? So. Also die Default-Einstellung vom Schlag ist ein bisschen selten dämlich. So. Tja. Da hilft einfach nur. Was war das denn? Wieso kriegt er den nicht? Slice, Hook, Straight. Der wird doch schlimmstenfalls gegen den Baum gehen. Was ist das denn für ein Unsinn? Das ist doch Quatsch. Wie komme ich denn da jetzt hin, bitte? Da sind doch überall Bäume. Guck dir mal an, wie weit das überhaupt nur geht. Das ist ja lächerlich. Ach, oder weil er im Rough ist, ne? Nein, kann das das sein, dass das so runterzieht? So, dann gehen wir erstmal aufs Green wieder. So. Einer Holz und Vollgas. Okay, ich hab's verstanden. Ich lerne. Okay, so. So, das reicht bestimmt ein Siebener. Mit ein bisschen Schmackes. Tut es auch. Na ja, gut, ich glaube, die Runde sollte, kann man, glaube ich, getrost abhaken. Ah, jetzt ziehe ich auch noch voll daneben. Ich glaube, diese Markierung heißt auch, dass der Ball da extra runterläuft. Ja, heißt es auch. Das heißt, wir spielen jetzt nach oben. 22. Oh mein Gott. Das ist übrigens keine gute Geschichte, desto mehr Schläge. Das ist doof, ne? Also, falls das der eine oder andere noch nicht verstanden hat. So, einer Eisen ist bestimmt auch zu viel. Nehmen wir mal ein Dreier Eisen und dann Vollgas. Ah, fast. 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 So, da kann ich ja sowieso nur. Neuner Eisen nehmen und ganz vorsichtig. Ah ja, schön. Aber ist ja eh Par 3. Ist ja jetzt nicht unbedingt eine Leistung, wenn ich den jetzt versenke. Und? Yes!
Habe ich schon erwähnt, das Ding macht Spaß. Tut es auch. Also ich weiß noch nicht, ob es ein 9er-Parcours ist oder ein 18er. Das werden wir aber dann sicherlich gleich rausfinden. So. Straight, klar, einer Holz, Vollgas. Und der geht natürlich ins Rough. Natürlich tut er das. So, dann kann ich eigentlich mit dem einer Holz nichts mehr machen, wenn ich gerade gelernt habe. Dann gehe ich also schon mal auf das einer Eisen und sag, gib uns alles. War gar nicht mal so schlecht. So, der rollt sowieso nach oben. Das heißt, mit ein bisschen. Ah, knapp. Mist. Mist. Egal. Immerhin schon mal auf jeden Fall so, dass man das Ding spielen kann. Ich fange an, das System zu verstehen. So, den kann ich straight setzen. Wahrscheinlich geht der wahrscheinlich straight in den Bunker. Okay. Ich nochmal feuern kann. Oh, war der gut. War der gut. So, der geht sowieso nach unten. Das heißt, das kann ich vorsichtig machen. Yes, Birdie, also ein unter Paar. Schön. So, 254. Kann ich doch eigentlich direkt feuern, oder nicht? Das wäre so ein Kandidat für Hole in One. Wieso ist denn der Par 4, bitte? Eagle, also 2 unter Par. Schön. Warum der ein Par 4-Kurs ist, das soll mir bitte einer erklären. Das ist ja jetzt nicht so schwierig. So, so, da haben wir wieder das gleiche Phänomen, dass das nicht geht. So, also Dreier Eisen und Vollgas. Okay. Kein Dreier Eisen. Aber einer Holz ist so bestimmt zu viel. Ja, bleibt da auf dem Green. Okay. Egal, Fehler ausgebügelt. Reicht noch für ein paar, wenn ich alles richtig mache. Ja, jetzt nicht die Nerven verlieren. Yes! Wie Bogey. Hier einen drüber? Ach so Scheiße. Ach, wegen dem scheiß Strafschlag. Tatsächlich. Also, 9 Löcher hat das Ding. Warum ich das ursprünglich da nicht durchgespielt habe, weiß wahrscheinlich keiner. Das war's, ne? Ja, also ganz ehrlich, ist ein richtig gutes Golfding. Ich sag mal, der Two-Player-Modus macht mit Sicherheit Spaß. Das ist ein richtig gutes Golfding. Also, holt es euch. Das Ding habe ich schon wirklich locker gesehen für einen Zehner. Und dafür top, top, top. So, machen wir jetzt wieder was anderes. Jetzt kommt eine andere Sportart, von der ich noch weniger Ahnung habe. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Jetzt hat der Ball gelandet. Jetzt kann ich es auch beenden.